Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Titanic Adventure Out of Time. Ja, in der letzten Folge haben wir uns die, Rubaiyat und das, die Rubaiyat hatten wir ja schon vorher, aber wir haben uns jetzt die echte Halskette und das Gemälde beschafft, was natürlich wieder eine ganz dufte Sache ist. Und wir haben hier auch diesen Ring erhalten. Und mal gucken, ob wir unseren Bekannten jetzt dann doch irgendwie, Bekannten, vielleicht noch retten können. Er schwebt ja wohl ein wenig in Gefahr. Mist, welches Apartment hatte Georgia gehabt? Vielleicht können wir mit der reden. Georgia, war das B70 oder irgendwas in der Richtung? Ich habe meinen Zettel nicht mehr. So, Mist. Mal hier hin. Kabinen-B-Deck. Ach du je. Ich hoffe, euch da draußen geht soweit gut. Und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Na, ihr kennt's ja, die üblichen Floskeln. B-70. Hallo? Nö. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir waren zwar schon. Oder was? Warte mal, B59 haben wir ja auch noch was. Mal gucken, wer B59 war. Ja, muss ich auf die andere Seite. Naja, wie auch sonst. Bitte, meine Frau fühlt sich. Gute Nacht. Achso. Ich spreche morgen mit Ihnen. Ja, nicht wundern, die Sätze sind so ein bisschen abgehackt. Aber das mag an dem Alter des Spiels liegen. Okay, gut, dann gehen wir doch mal ins türkische Bad. Da lauerte doch Gefahr. Hieß es. So, wir konnten eigentlich nur ganz hinten rein. Naja, auch nix. So, jetzt bin ich ein wenig. Springel, hast du uns was zu sagen? Was ich ein wenig. Denn unser junger Herr Haderlitz? Hatten wir, glaube ich, schon. Ich werde versuchen. Ja, das hatten wir schon. Der Ring von Haderlitz? Vielleicht kann Ihnen Trask mehr. Endlich. Ja. Sie sind auf der richtigen. Mist. Das hatten wir ja schon. Also, der hat uns das ja. Trask hat uns den Ring ja schon gelesen. Sie brauchen wohl noch eine Deutung. Ja, für das Schiff. Sprechen wir. Und für jemanden, den wir beide kennen. Was ist los? Ich habe mit einer sehr netten Frau in der zweiten Klasse gesprochen. Einer gewissen Frau sagt, sie wird nachts kein Auge zumachen, denn etwas Schreckliches steht bevor. Sie glaubt, dass man Gott Trotz bietet, wenn man dieses Schiff unsinkbar nennt. Und solcher Hochmut wird bestraft werden. Sie sollte beim Ministerium arbeiten. Wir können ja nochmal den Ring lesen lassen, aber ich glaube, da zeigt er uns ich ja nur die. Unseren Freund Willi von Haderlitz. Ja. Genau, das der Ring, das kennen wir schon. Haben Sie die russischen Schriftzeichen auf der Innenseite bemerkt? Willi hat ein geheimes Leben. Es gibt ein Fräulein. Eine hübsche junge Frau. Haderlitz kennt sie. Zeigen Sie ihr den Ring. Sie wird Ihnen helfen. Viel Glück. Gute Nacht. Welche junge, hübsche Frau könnte denn das sein? Gut. War die denn. Das F-Deck hatte das. Ach, warte mal. F59 ist. Nee. Zweite Klasse, da kommen wir nicht durch. Ich habe nämlich jetzt gerade nebenbei noch mein Zettelchen gefunden. Mal gucken. Nee, da kommen wir nur in den Turbinenraum. Ach. Georgia, wo. Bei Georgia war doch die 70 gewesen, B70. Natürlich, da geht's nicht weiter. Warte mal. Dann mal gucken, ob hier hinten irgendwo noch Zimmer sind.
Edeck. Wisst ihr was? Dann gehe ich einfach mal zum Zahlmeisterbüro und hake mal nach. Warte mal, wen haben wir denn hier? Ja, kann ich Ihnen helfen? Ich benötige Hilfe. Zahlmeister. Ja, das wissen wir. Passagierliste. Ja, warte mal. Astor, nein. Das ist mein Zimmer, nein. Georgia. Achso, nee, da waren wir doch gerade, oder? Ihre Ladyschaft ist in B70, Mist. Danke für die Hilfe. Warte mal, dann gehen wir. Ah, warte mal, die ist doch gerne mal auf dem Bootsdeck unterwegs, oder? Komm. Dann gucken wir mal aufs Bootsdeck. Also ich meine jedenfalls, dass es so war. Dann haben wir sie ja oft hier irgendwo angetroffen. Sieht jetzt auch nicht so danach aus. Nee. Sind auch nur Unbeteiligte. Huch. Was bist denn du? Ein Fernglas. Na, guck mal, einer schau. Haben wir schon mal ein Fernglas. Okay. Ich weiß zwar nicht, was mir das jetzt bringen soll. Nee, hier ist er auch nicht. Ah, warte mal, hier, der Dings hatte doch, der Deckmeister hatte doch eins verlegt, oder? Guten Abend. Hier Morrow, dritter Offizier. Okay. Aber das ist die Offizierspromenade. Passagiere haben keinen Zutritt. Bunkern. Möchten Sie das zum Beispiel haben? Ah, mein Fernglas. Danke. Habe es heute Abend von Fleet ausgebaut. Er ist oben im Mastkorb. Hoffe, er hat noch ein. Ich habe es wohl irgendwo liegen lassen. Nochmals vielen Dank. Na, immer gerne. Darf ich jetzt mal auf Na, die Brücke? Gut, das kann wohl nichts schaden. Aber rühren Sie nichts an. Ach, keine Angst. Ich ändere nur mal den Kurs. Gute Nacht. Okay, Morrow. Warte mal, Funkraum. Brücke. Juhu. Wir sind auf der Brücke. Bitte? Ja, ich verstehe kein Wort. Was ist wichtig? Ach, wurscht. Und einmal links und rechts und ab dafür. Ich glaube, Sie haben genug gesehen. Seemann, berichtigen Sie den Kurs. Jetzt erinnere ich mich, warum Passagiere nicht auf die Brücke dürfen. Entschuldigung. Ja? Was ist denn? Hier ist Zutritt verboten. Passagiere haben keinen Zutritt. Ja, ja, wissen wir ja. Guten Nacht. Wo kann ich... Eigentlich muss ich ja irgendwie Georgia finden. So, auf dem Deck waren wir schon. Dann gehen wir hier noch eins runter. Das ist ja der Lagerraum. Ist hier vorne irgendwo was Interessantes? Nee, hier vorne ist nur, ich bin der König der Weltnummer. Kostet 3,70 heutzutage. Ja, Vorderdeck. Ist doch hier irgendwo eigentlich rumhängen. Wer seid denn ihr Gestalten? Hallo? Hallo? Nein? Ach, ich geb's langsam auf. Ich finde die doch nicht. Okay, gut. Warte mal, Rauchersalon. Kommen wir da zufällig rein? Rauchersalon, hallo. Hallo, Freunde. Na, alles tut die? Ja, ja. Wer bist denn du? Wie ist? Versuchen Sie Ihre Glück? Na klar, versuche ich. Ja, klar. Stimmt, Meister Rinski, mit dir spielt man ja Blackjack. Okay, ich hab schon... 17. Nee, ich nehme keine mehr.
Ach Quatsch, 18. Ja. Es ist das ja 11. Mon ami. Möchten Sie noch einmal spielen? Na, freilich möchte ich dies. Ja, spielen wir nochmal. Da nehme ich noch eine. Schreibe. Ich gewinne. Noch ein Spiel, Mon ami? Ja, nee, komm, lass stecken. Viel Glück, Mon ami. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Wo können wir noch hin? Salon erster Klasse. Ja? Ist der Salon offen? Der Salon ist für heute Nacht geschlossen. Wir würden ihn nur in einer Notsituation wieder öffnen, was im Augenblick nicht der Fall ist. Gute Nacht. Warte mal eine Stunde oder so. Okay, warte mal. Warte mal, war der auf dem E? Nee, das Spoilerbereich. Treppenhaus? Nein. Gucken wir mal, ob hier. Ja, ich. So. So. Kumpel, haben hast Sie du uns was zu sagen? Haben Sie letztens gesehen, die Clarice Limehouse? Sie muss eine Kabine auf dem D-Deck haben, beim Empfang. Und wie ich die empfangen könnte, ohne zu zögern. Willes Mädchen, die ist klasse. Von Kopf bis Fuß eine Limehouse. Frau. Ein bisschen spät für ein Rendezvous. Yeah, well, if you see her, tell her she's wasting her time spooning with that crazy crowd kid. Ich, Max, der elegante Schlawiner von Spruce Street. Ich würde sie verwöhnen, wie eine Prinzessin. Wie eine regelrechte Prinzessin. Sagen Sie ihr, gute Nacht. Warte mal. Ach, shit, wie hieß die jetzt nochmal? Ach, nein, ich hab jetzt den Namen vergessen. Ach, das kriegen wir schon hin. Muss mir nur irgendwie... Irgendwas mit D... Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, du kannst mir durchaus helfen. Vielleicht als Zahn. Ja, ist okay. Passagierliste. Lord Lady Lambert, nein. Jack Hacker. Selina Hacker. Danny Pringle, Oberst Zeitel. Heinel, nein. Seidelmann. Limehouse. Frau Clarice Limehouse. Und ihre Tochter Clarice sind in Kabine D19. Alles klar, alter Falter. Ich bin da mal weg hier. Komm, hier. D. Du lungerst da ja schon rum, du. Alter Longerer, du. Jetzt könnte. Ja, Sie wünschen? Ja, hallo. Kennen Sie diesen Ring? Willys Ring. Willy, was ist passiert? Etwas Schlimmes, nicht wahr? Etwas mit Willy. Er hat mir gesagt, wenn ich je diesen Ring bekäme, könnte ich sicher sein, dass der Überbringer ein... Und ich sollte denen etwas von dem Notizbuch erzählen. Notizbuch? Dass sie es auffinden sollten. Was für ein Notizbuch? Willy hat ein Notizbuch an Bord versteckt. Das ist alles, was ich weiß. Was ist mit Willy? Ist er verletzt? Weiß nicht. Muss ihn finden. Er könnte in Gefahr sein. Nein, ich muss ihn finden. Er hat mir Witze erzählt. Schlechte, aber ich habe darüber lachen müssen. Nicht wie Mamas Freund. Mama. Sie mag die Deutschen nicht. Es sei denn, sie haben einen Titel vor ihrem Namen. Aber ich mag Willy. Kann ich ihn haben? Den Ring? Ich muss erst rausfinden, was passiert ist. Ja, ja, natürlich. Sie brauchen ihn. Bitte. Willy ist in Gefahr. Bitte, helfen Sie ihm, wenn Sie können. Alles klärchen, Bärchen. So, jetzt. Jetzt gehen wir aber zum türkischen Bad. Nee, warte mal, der ist. Ich bin ja auch doof. Warum frage ich nicht mal hier beim Zahlenmeister nach? Jo, mach auf. Ja, kann ich. Ja, kannst du. Passagier, oder? Was ist er denn? Haderlitz. Herr von Haderlitz ist in B66.
B66, danke für die Hilfe. Okay, B66. B66. Der geht nicht ran. An die Tür. Oh nein. Ist er schon tot? Kann man ihn überhaupt retten? Nein, immer noch nicht. Ich weiß langsam auch nicht mehr, was du willst hier, Spiel. Hm. Ansonsten fällt mir jetzt gerade echt nichts ein. So, noch ein paar Infos. Freundchen, irgendein englisches Weibstück hat nach Ihnen gefragt. Sie heißt Pringle, hat sie gesagt. Hat gesagt, es ist wichtig. Ah, danke. Okay, Pringle. Stück. Nicht, hast du was Haben Neues? Sie das Gemälde? Ja, zum Zahlmeister gebracht. Bringen Sie sie zu mir. Wie? Das Gemälde. Ich war... Okay. Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, du kannst mir helfen. Ich was möchte etwas aus dem Safe zurück. Ich brauche mein Gemälde. Okay, gute Nacht. Oh, übrigens hat ein gewisses Fräulein Pringle-Wort hinterlassen. Sie sollen sie sofort in Kabine F34 aufsuchen. Wir dulden so etwas wirklich nicht. Nicht auf einem englischen Schiff. Die Backen. Ja. Wenn du wüsstest. So. Schnell, die Zeit drängt. Willi Haderlitz ist tot. Durch einen Stromschlag im türkischen Bad. Ich habe einen der Offiziere darüber sprechen. Das ist vielleicht gar kein Unfall gewesen. Offensichtlich will jemand das Gemälde so dringend haben, dass er dafür einen Mord begangen hat. Haben Sie es? Prima. Ja, ich habe es im Laderaum gefunden. Das hatten wir doch schon. Hierher, auf die Rückseite. Oh, ich dachte, wir hätten das schon. Schauen Sie das mal an. Na, guck mal, na schau. Eine Karte. Kein Wunder, dass Haderlitz getötet. Na, Berlin wird das jetzt aber nicht bekommen. Lassen Sie das Gemälde beim Zahlmeister. Er wird es zusammen mit der Rubaiyat aufbewahren. Oh, da hatte ich es doch gerade. Haderlitz hat für die Russen gearbeitet. Der junge Haderlitz? Ein Spion des Zaren? Jetzt wird mir so langsam manches klar. Hat Zeitl Haderlitz umgebracht? Möglicherweise. Wir brauchen mehr Informationen über den Mord. Haderlitz hatte ein Notizbuch, das von Zeitl genommen, das er von Zeitl genommen hatte. Ein Notizbuch? Zeitls letzte Aufgabe war es, einer Gruppe von russischen Revolutionären, die sich Bolschewisten nennen, zu helfen. Sie wollen den Zaren stürzen. Such a list would be very important to the Okhrana, the Russian secret police. With it, they'd root out the Bolshevik ringleaders and eliminate a threat to the Tsar. Und das wiederum würde uns übrigen helfen. Na gut, und was soll ich jetzt tun? Wenn Haderlitz ermordet wurde, brauchen sie Schutz. Beim Öffnen entlädt sich das ganze Betäubungsgas in dieser Patrone auf ein. Finden Sie das Notizbuch. Es könnte ungeheuer wichtig sein. Und geben Sie dieses Gemälde dem Zahlmeister. Untersuchen Sie die Situation beim türkischen Bad. Los! Alles klar, einmal türkisch baden, dann Zahlmeister und, nee, wir gehen erst zum Zahlmeister. Oh, sind wir jetzt James Bond oder was? Ich habe einen speziellen Kugelschreiber. Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte etwas, nee, ich möchte etwas in den Safe legen. So. Ein Gemälde, ja? Das verwahre ich im Tresor. Ja, besser ist das. Gute das Nacht, Junge. Das wäre alles, oder? Gute Nacht. So, okay, dann schauen wir mal, was haben wir denn in der Tasche? So, das müsste dann dieser ominöse... Oh. Achso, okay. K.O.-Glasstift. Gut, dann gehen wir zum türkischen Bad. Was haben Sie gehört? Morrow! Irgendetwas? Sagen Sie es mir!
Was soll ich denn gehört haben? Ein Passagier, ein junger Deutscher, ist uns einfach tot umgefallen. Ach, einfach. Dr. Laughlin ist gerade dort. Laughlin, okay. Darf ich die Sache untersuchen? Ein Unfall, weiter nichts. Ismay wird einen Mordskrach schlagen, wenn er das hört. Und ich dachte, das wird eine leichte Überfahrt. Hat jemand etwas gesehen? Sprechen Sie mit Smurfles, seinem Steward. Sagen Sie, dass der Mann hier heruntergekommen ist, nachdem er auf dem Squashplatz war. Kann ich das Funkgerät benutzen? Ja. Aber überlegen Sie ganz genau, was Sie senden. Wir brauchen keine Skandale. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich umschaue? Aber seien Sie gewarnt. Es ist kein schöner Anblick. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Methods. Wirklich höchst bedauerlich. Ja. Der junge deutsche Herr, tot, im elektrischen Bad. Ja. Recht unerwartet. Vor einigen Stunden noch war er am Leben und auch höchst vernehmbar, denn er stritt sich mit jemandem auf dem B-Deck. Wer war die andere Person? Die Stimme des Herrn war mir unbekannt. Komm jetzt, echt? Worüber stritten sie sich? Gemälde. Er hatte es verlegt und der andere Herr wollte wissen, wo es war. Tadelitz noch im elektrischen Bad? Ich glaube, Dr. O'Loughlin wartet noch damit, ihn fortzuschaffen, um die anderen Passagiere nicht zu beunruhigen. Seien Sie gewarnt, es ist ein höchst unangenehmer Anblick. Danke, Smethard. Sehr gut, das ist äußerst regelwidrig. Wirklich äußerst regelwidrig. Wie, was meinst du, Mord? Eieiei. Gut, dann gehen wir hier ins elektrische Bad. Oh, was haben wir denn hier? Und viele Konten auf dem Weg gelöst. Okay. Alles klar. Haben sie alles, haben sie nicht, ne? Naja. Ja, ich würde sagen, der ist so ziemlich tot. Okay. Können wir uns sonst noch umsehen, weil am türkischen Bad konnten wir nichts machen? Nö. Dann gehen wir jetzt mal zu Pringle. Willi Haderlitz ist tot. Ich vermute ein Verbrechen und halte unseren Oberst Zeitl für den Hauptverdächtigen. Aber der Hinweis, den Sie gefunden haben, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Ja, ich auch nicht. Trask weiter. Jetzt ab mit Ihnen. Los. Alles gleich im Bärchen. Ab zu Trask. War er nicht. Nein. Und er versteckt sich auch immer woanders, oder? Können Sie es fühlen? Die Luft hat sich verändert. Sie ist feucht, kalt, wie die Eishöhlen am Ei. Aber Sie sind nicht wegen Klimatologie hier. Nee. Was wollen Sie? Können Sie etwas für mich lesen? Das wäre dieses da. Sicher. Stück Papier. Eine Zeile aus der Rubaiyat. Manch ein Knoten entwirrt. Könnte ein Seil bedeuten. Ergänzen Sie den Rest der Zeile und Sie finden Ihre Antwort. Ein Seil. Dankeschön. Gute Nacht. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Wir können ja... Mal, wo waren die jetzt? Auf dem B-Deck, die... Ach, auf dem B-Deck, hoffentlich. Ich spreche morgen mit Ihnen. Alles klar, guten. Ups, nein, ich wollte nicht. Meine Frau. Ja, ist okay, ich wollte ja auch nicht kloppen. Huch. Juhu. JP Morgan, er ist der Besitzer der White Star Linie. Er sollte eigentlich mit an Bord. Im letzten Moment ging er auf Kur nach Frankreich. Warum? Wo? Hat das Schiff ein Leck bekommen? Ich werde mich zu Tode erschrecken. Man weiß doch, dass die Titanic unsinkbar ist. Ach! Das sind Herr und Frau Harris. Sie wissen, der Broadway-Produzent. Mein Lieber, ich muss unbedingt gehen. Entzückend mit Ihnen zu plaudern. Adieu. Adieu. Mist, auf welchem Zimmer? Oh, ich bin... Quatsch. Wo war die jetzt? War das C? Hmm.
warte mal. Schottlandweg. Gehen wir mal. Ich habe da so eine kleine. Ja, Seil. Oh, wer bist denn du? Gott im Himmel nochmal! Sie können einem aber auf die Nerven gehen. Treiben sich auf dem Schiff herum, stecken ihre Nase in alles, was sie nichts angeht. Ich bin beruflich Nasenbär. Ich suche nach Hinweise. Für wen halten Sie mich eigentlich? Für einen von diesen hochnäsigen Millionären da oben? Jack Hacker hält sein Wort und was er verspricht. Ich habe sie kommen sehen und da sag ich zu mir, die wollen bestimmt was über ihn wissen. Der ausländische Herr, Deutscher, vermute ich. Und dazu ein fahriger, nervöser Typ hat mir einen Schilling gegeben und zu mir gesagt, ich soll für jeden, der fragt, einen Satz wiederholen, Wort für Wort. Wollen Sie den jetzt hören? Bitte. Und noch die Rebe trägt den uralten Rubin. Und noch ein Garten sich am Wasser rankt. Ja, das ist es. Hier, er hat's aufgeschrieben. Das ist gut so. Danke und auf Wiedersehen. Was soll das überhaupt heißen? Ich hab keine Ahnung. Irgendein reiche Leute-Spiel, was Sie da... Das können Sie haben. Sagen Sie Conkling einfach, dass wir das Geld heute Nacht wollen. Alles klar. Gehen wir nochmal zu der Pringle. Wo ist sie denn? Da ist sie. Noch mehr Hinweise. Ja? Was wird das eigentlich? Eine Schnitzeljagd bei einer Land... Denken Sie daran. Das Wichtige ist das Notizbuch. Finden Sie es. Alles klar, dann gehen wir noch mal zum... Genau, zu ihm hier. Was denn? Noch ein Hinweis? Ja. Könntest du hier Dingens noch mal lesen? Aha. Ein Stück Papier. Noch einmal die Rubaiyat und noch die Rebe trägt den uralten Rubin. Was ist rot und alt und noch am Wasser sich ein Garten rankt. Und noch am Wasser sich ein Garten rankt. Wir sind auf dem Wasser. Das ist klar. Und ein Garten bedeutet Pflanzen. Wo gibt es Grünes in Hülle und Fülle an Bord? Das sollen Sie herausbekommen. Ja, danke. Gute Nacht. Wiedersehen. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Grünes in Hülle und Fülle. Warte mal, warte mal. Nee, falsche Richtung. Ganz weit runter, glaube ich. Das Café, glaube. Da war doch, waren doch, glaube ich, viele Pflanzen. Wo ist es denn jetzt, dieses... Komm ich hier nochmal... Ja, warte mal. So, Café. Hallo? Da waren doch viele Pflanzen, oder? Ja, also verhältnismäßig... Also ich finde das schon sehr pflanzlich hier. Irgendwo. Warte mal. Old Rats. Handmade. Okay. Dann gehen wir damit nochmal zum... zum Meister Medium. Na, durch hier. Oh, hier schon wieder. Wieder zu sehen. Wieder auf Deck. Und am Herumschnüffeln. Macht Spaß, ja. Oh, Henry. Ja, okay, Leute, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Moment. So, da bin ich wieder. Gut, ja, gerade hat es bei mir an der Tür geklingelt. Dann würde ich sagen, was das mit dieser Packung Zigaretten auf sich hat, das sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache... ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.